Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. So, ja, wir gucken mal. Wir gehen jetzt mal hier direkt in. Nein, 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 stopp. Bevor wir das machen, halt. Ja. Ein neuer Hotfix ist da für diesen Geschützturm. Ja, war halt mega OP gewesen, das Ding. Also, wenn du mal dagegen gekämpft hast, das ist halt echt übel. Also, ich weiß gar nicht, ist unfassbar. Da wird gesprayt ohne Ende und kannst relativ wenig dagegen machen. Aber sie haben jetzt einiges genervt, sage ich mal. Und gucken wir uns mal an, was da jetzt genau drin steht in diesem Ding. Also, der Hotfix. Dazu war letzten Endes die Werte, Lebenswerte bei dem Schützenturm extrem zu verringern. Also vorher war es so gewesen, dass der Boden dieses Geschützturms 5000 Leben hatte. Jetzt sind es dann 1000 nur noch und der Geschützturm hat jetzt auch nur noch 400 Lebenspunkte von 800 runtergesetzt, also halbiert, das eine sogar ja auf 20% runtergesetzt und das andere um die Hälfte verringert. Also auf jeden Fall, ich hoffe, dass das Ding dadurch dann einigermaßen erträglicher wird. Ich habe Herrn Sofort aber auch schon gesagt, ich befürchte, dass das Teil wahrscheinlich auch irgendwann gebraucht wird, wenn dann die Fluggeräte mit in das Spiel reinkommen, die ja auch bereits geleakt wurden. Ja. Ja, wenn euch diese Infos gefallen, dann würde ich mich natürlich schon auch über ein Like, mal einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, hier mal ein Abo dalassen. Und die Glocke läuten, wäre mega geil. So, dann seid ihr nämlich immer bei den News mit dabei hier. So, jetzt geht's mal weiter. Den blende ich jetzt aus und dann gehen wir rein in den Item Shop und gucken mal, was da drin ist. Auch das hatten wir ja jetzt erst geleakt vor kurzem, von gestern oder vorgestern. Tome Pouch, bitte, das ist aber hier, das Elmira heißt die nämlich. Das ist die Magierin. Ja, so wie sie Harry Potter verschnitt, ne? Wie sie ihr Harry Potter Verschnitt mit. Ich finde die eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ah. Bin sowieso so ein Fantasy Freak. Und ich würde Elmira immerhin 6 von 10 geben. Oder 7 von 10. Ich gebe der 7, 6. 6 von 10. So, dann haben wir hier den Castor. Auch den habe ich geliebt. Der Castor sieht echt nice aus. Also der. Ja, machen wir es so. Die Elmira kriegt 6, der Castor kriegt 7 von 10. So. Gucken wir doch gleich mal, genau, machen wir es doch so. Gucken wir doch gleich mal, ob bereits Benotungen da sind für Elmira und Castor. Gucken wir mal. So, lass uns da mal reinschauen. Also, wir haben Elmira und tatsächlich, das sieht nicht so schön aus bei Elmira. Jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir es denn? Da. Ja, nur 2,33 von 5 bei 3 Votes. Das ist nicht wirklich viel. Okay. Und beim Castor, jetzt bin ich gespannt. Beim Castor haben wir 3 von 5 bei 2 Votes. Okay. Elmira, Castor, Elmira, Castor. Dann wären wir hiermit durch. Dann hätten wir da den Spellslinger. Oh.
Schmetterlingen 7 von 10. Irgendwie, ihr mögt diese Fantasy, also beziehungsweise diejenigen, die da bis jetzt bewertet haben, mögen diesen Fantasy-Style scheinbar nicht. 2 von 5 nur bei einem Vote. Und dann haben wir Das ist ein Gleiter. Magic Wings ist ein Gleiter. Okay. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass das irgendwie, also als wir es geliebt hatten, dass das eher so ein Backpack dann ist oder so, aber es ist ein Gleiter. Kann ich mir jetzt im Moment nicht so gut vorstellen. Sieht bestimmt ganz witzig aus. Auf jeden Fall was Außergewöhnliches. Und auch dem gebe ich mal 7 von 10. Den Magic Wings 7 von 10. Und hier haben wir aktuell 3 von 5 bei nur 2 Votes. So, das sieht schon aus. Sieht nicht so schlecht aus. Dann haben wir hier den Shadow Ops. 5 von 10 oder 6 von 10. Shadow Ops 6 von 10. Was haben wir hier? 4,35 von 5 bei 31 Votes. 57 Reminders am 15. Dezember 2017 das erste Mal. Dann haben wir hier den Voyager. Standardgleiter, auch wenn da so ein NASA-Ding drauf ist. Sorry, Leute. 0 von 10 für den Voyager von meiner Seite aus gesehen. Wie schaut das aus? 2,33 von 5 bei 3 Votes. Am 27. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 14 Mal. Ja, besonders beliebt ist er nicht. Dann haben wir den Ranger. Und da, Leute, ehrlich, das ist für mich nichts anderes als ein No-Skin. Ja. Ich finde den nicht wirklich spannend. Ich finde den nicht prickelnd. Und der kriegt von mir 2 von 10, was soll ich denn dem geben, dem Ranger? Das sind wieder so Sachen, 4 von 5 bei nur 6 Votes, aber das ist nicht wirklich, also das ist ganz wenig und daran merkt man, dass das nicht so, dass, ja, keine Ahnung, also 31. Oktober 2017 rausgekommen, also schon über ein Jahr da, das Ding, gerade mal 6 Votes bekommen, 4 mal drin gewesen im Shop. 62 Reminders, das ist nix für die lange Zeit. So, Glowstick, ja, dem gebe ich, ich weiß, er ist nie da, dieses komische. Ich gebe dem 6 von 10, den Glowstick. Oh, ist der beliebt. 4,57 von 5 bei 7 Votes, aber auch wieder nur 4. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. 11 Mal seitdem 22 Reminders. Also besonders 7 Votes. So, und jetzt kommen wir zu einem, den ich einfach nur... Also, der, wenn ich den Sound jetzt wieder abspiele, kriege ich das Ding wieder nicht mehr aus dem Kopf raus. Das weiß ich jetzt schon. Von Träumen. Also ich spiele es jetzt mal ab. Wenn man jetzt meine Arme sehen könnte, dann würde man den Effekt sehen, dass ich es mitmache. Aber Waschi hat hier keine Ärmchen. Hat Ärmchen, aber die sind irgendwie ein bisschen angelegt. So, das ist der Zani. Und der Zani kriegt von mir tatsächlich, ich finde den ziemlich cool irgendwie. 8 von 10. Und da haben wir momentan 3,27 von 5. 50 Reminders, 15 Votes. Wann war das erste Mal drin? 19. Mai 2018. Okay, 12 Mal seitdem.
Ja, dann haben wir hier einen, sieht man schön, sofort hatten sich auch geholt. Den hat er auch schon des Öfteren eingesetzt. Gerade bei Finishern, wenn, nachdem er die dann fertig gemacht hat. In Slow Clap. Und der Slow Clap ist halt wirklich ein Move, den du immer gebrauchen kannst. Gerade wenn du dann so eine Finisher-Pfeife dann da hast, dir dann das ganze Spiel versaut. Und dann letzten Endes doch relativ schnell. So, ja, gucken wir mal. Slow Clap. Ich gebe dem Ding 9 von 10. Und hier 4,33 von 5 bei 6 Votes. 15. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. Oh, schon lange, echt schon lange drin. 18 Mal seitdem. 40 Reminders gesetzt. So, also. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like bzw. einen Daumen nach oben freuen. Ja, schreibt was in die Kommentare, ich lese sie alle. Ja, und ich weiß auch, wir haben auch hier einen Kommentar momentan von Skull. Hi gleich, werdet ihr auch euch auch mal mit Facecam zeigen? Ich meine, ihr habt ja schon das FaceWeb. Viel würde dann ja nicht mehr fehlen. Also ich möchte das Facecam prinzipiell nicht machen. Deswegen, also ich habe mir gedacht, hier das mit diesem Waschi und dem Tiki ist eine ganz coole Sache. Dann seht ihr wenigstens ein bisschen was von uns. Zumindest mal Gestiken, Mimiken oder sowas. Aber richtige Facecam möchte ich schon gerne machen. So, und dann haben wir hier bam, 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 bam. Achso, genau. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News oder auch Leaks mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.